Für Mitarbeiter, für das Sicherheitspersonal und für die Gäste. Und dafür, dass du in der Gastronomie in Deutschland inzwischen mehr Bürokratie und mehr Sicherheits- und Brandschutz und geschisste Auflagen hast, als bei dem Raketenstart der NASA, dann müsste doch eigentlich jeder Gastronom ein Schmerzensgeld kriegen. Danke. Außerdem, die immer nur über den Profit von den anderen jammern und darüber, dass die Maske zu schlecht eingeschenkt ist und die Brezen früher besser waren und die Frauen früher netter und das Wetter besser waren, die gehen doch sowieso nicht auf die Wiesn. Die sind doch die mit ihrem Oettinger Bier und ihrer Dauerwurst vom Discounter daheim hockern, lieber ihr kreisliche Schrankwand und die Wiesensendungen vom WR anschauen und vor lauter Angst, jemand anders kann der Fünfer mehr haben wie sie. Aber was die Wiesn ausmacht, das sind doch die Leute, die sich im Sommer schon drauf treiben, wenn im Herbst wieder Wiesn ist. Und du triffst manche Leute nur auf der Wiesn. Die siehst du nur da, komischerweise. Und die Wiesn erinnert auch viele Leute daran, dass sie mit der Oma schon im Flohzirkus gegangen sind, in der Hexenschaukel geguckt sind. Und dass ein Besuch beim Schichtl genauso dazugehört wird wie ein Weihwasser bei der Taff. Mein Vater erzählt mir jedes Mal, dass er mit seiner Mama in der Nachkriegszeit auf so Torfwiesn gefahren ist. Und die hat er frisch Schlachtshändel in ihrem Körner drin gehabt. Ungekühlt natürlich. Und das hat es dann beim Händelbrater abgegeben und dann hast du eine Nummer gekriegt. Und dann hast du dir dabei ein Maß Bier gekauft und der Papa hat eine Zuckerwatte gekriegt und gebrannte Mandeln. Und er hat trotz seiner 6 Jahre natürlich auch ein Bier trinken dürfen. Und bis das Händel fertig war, hat er schon zum ersten Mal gespielt. Aber er erzählt die Geschichte heute noch, nach 78 Jahren. Und dann verstehe ich auch die alte Frau aus dem Seniorenheim, die einfach beim Puschen hocken geblieben ist. Und ich verstehe auch meine Mama, letztes Jahr waren meine Eltern auf der Wiesn, mein Vater ist schon schlecht zu Fuß, der ist 84. Und dann sind wir schon rausgegangen, weil wir auf die Nacht die Leitern gedruckt haben. Und meine Mama bleibt so auf der Höhe von Augustiner, bleibt sie stehen und sagt, mei, das war für schon gut heute, das Bier. Wir waren 6 Stunden auf der Wiesn. Da sage ich, was meinst du jetzt? Da trinken wir nicht eine schaumige Haare. Sag ich, Mama, sie ist 6, die drucken einer. Ja, eine. Ja, was hat man noch mal hergekommen? Eingegangen sind wir, eine Schaumige haben wir getrunken und meine Eltern trinken heute noch davon. Weil meine Mama hat nämlich gewusst, heute, liebe Freunde, sind die schönen Zeiten, bei denen wir morgen von unseren Kindern und unseren Enkeln vorschwimmen. Deshalb freuen wir uns auf eine schöne, auf eine friedliche Wiesn. 2023 und jetzt stessen wir an. Nur gar nicht so stessen da. Und solange keiner von den Grünen merkt, dass im Bier auch ein CO2 ist, das wir Deppen immer noch als Kohlensäure bezeichnen. Zum Wohl. Prost.